Ja, das ist, ich bin auch schon echt hyped, weil mein Dämonenkrieger, wie der aussehen wird, dann werde ich mich auch nicht verändern vom Aussehen her, den habe ich mir so gemacht, außer der guckt halt dann, weil nicht, durch das Update nicht so cool aus. Und meine, ja, Elfen-Assassine da auf W24, auf die bin ich schon echt hyped, wie die aussehen. Ja, so, jetzt, ja, videotechnisch, was zeige ich da eigentlich gerade? Ich habe jetzt ein paar Kämpfe gemacht, Arena-Kämpfe laufen gelassen und auch jetzt hier ein paar Turmgegner-Kämpfe laufen gelassen, weil, jo, eben, man muss sich auch konzentrieren auf gewisse Themen, weißt du, und wenn schon der Tomek sagt, ja, der ATG, so videotechnisch kann man vielleicht mal ein Raid laufen lassen und zu Themen irgendwas sagen, dann kann ich ja praktisch jetzt im Prinzip auch Turmgegner besiegen. Das ist ja irgendwo. War es das Gleiche, Ja. weißt du? Habe ich mir gerade so überlegt. Sonst gibt man immer, da hat man jetzt mal Ja. die Möglichkeit, mal zu gucken. Genau, ich spiele aktuell auf S9 und W7 und halt mein, das Projekt hast du ja sicher mitgekriegt, All My Demons, was ich mir da vorgenommen habe. Ja. Ja, also richtig krank eigentlich. Schon, ja. Ja, und ich habe mich jetzt hier mal wieder angemeldet auf meinem Account auf S29 und S24, also praktisch, man kann sagen, so die Parallele. Du spielst W24, ich spiele S24. Da müsste ich eigentlich jetzt nur noch dann, wenn es rauskommt, W29 spielen, oder? Ja, Dann das haben wir wäre dann dann beide. genau. Und genau, zum also Abschluss des Videos, wir haben jetzt 18 Minuten im Kasten und ich will ja noch ein bi bisschen mehr zeigen und ich habe auch die Möglichkeit dazu, nämlich ich habe hier auf W24 jetzt ein bisschen gespielt und ich habe den Schatten-Dungeon-Schlüssel bekommen und das werde ich jetzt nutzen. Ich mache mal auf S29 Stadtwache rein, so, nämlich den Wirbelsturm. Den Wirbelsturm bin ich beim ersten Gegner. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen was. Bin Stufe 273. Also das heißt, da wird jetzt einiges gehen. Ah, noch zum Abschluss ein bisschen ballern. Wie viel Schaden habe ich gekriegt? Überhaupt keinen Schaden. Boah, ich habe so viel Inventarplätze gar nicht. Ja, das ist Das ist immer. das Problem. Das ist immer das Scheiße. größte Problem. Ja, aber ich leg die, das ist voll angenehm. Es tut gerade richtig gut. Boah, Alter. Wenn das so durchrattert, das ist so ein schönes Gefühl. Die einfach alle der Reihe nach nur deinen XP-Balken hoch und hoch und hoch gehen. Vor allem, ich besiege die und die verlieren keine Leben. Weißt du, das ist so ein Ja. Anzeigefehler. Richtig krass, Alter. Man kann sagen, die fliehen vor mir. Ja, die Und la laufen einfach wirklich weg. die laufen weg und lassen den Loot liegen und so. Genau, und ja, ich weiß noch nicht, was ich mit den Servern anstellen werde, mit S24, S29, und ich habe momentan auch ein Problem, und zwar die Thumbnails. Ich habe eigentlich ein Thumbnail für S9 gemacht und für W7 jetzt erst kürzlich, und für ein Ja. normales Let's Play, und ich kann mich echt nicht entscheiden, was ich mache. Gehe ich nu nur straight auf ein Thumbnail, oder ich habe echt keinen Plan, weil ich muss mich endlich mal entscheiden. Das kann es nicht weitergehen. Einerseits mag Ja. ich meine Thumbnails, andererseits auch wieder nicht. Ja, verstehe ich. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt noch am Ausprobieren. Ich habe diesen Weg gefunden, wie meine Fanmails halt aussehen sollen. Das gar kein. Da ich ja dann noch nicht so professionell unterwegs bin, da bin ich noch einiges am Ausprobieren, weil wenn, dann will ich es so haben, dass es wirklich für mich sage, also so wie es jetzt ist, ist es für mich perfekt. Okay. Ja, also ich, wenn man von der Zeit ausgeht, was ich schon an Zeit hatte, mich ein bisschen mit Thumbnail-Bearbeitung zu befassen, ist das eigentlich schon recht peinlich, dass ich da doch nicht viel weiter hineingefunden habe, weil ich habe ja ein Programm dafür, um das Ganze zu bearbeiten. Und die Lust ist zwar da, aber immer dann, wenn ich anfange, dann sehe ich so diese komplexen Schaltflächen und alles. Und dann denke ich mir so, nö, mache ich nicht. Tür auf, ich lauf raus und Aus. tschüss. Ciao. Na, bei mir ist es einfach momentan das Problem, dass ich, wie gesagt, es ist noch Sommer, da ist bei mir auf Arbeit immer viel los und ab Winter dann ist alles easier. Da werde ich dann auch Ja.
so schauen, dass ich da einige neue Projekte umsetze. Vielleicht ein paar neue Spiele anzocke. Dies, das, auf dem YouTube-Kanal habe ich einiges, sage ich mal, schon so mir durch den Kopf gehen lassen und will, was ich auch umsetzen. Ja. Da bin ich schon echt. Oh, da geht einiges. An Projekten kann man auch viel raushauen, wenn man nur ein bisschen mehr Fantasie hat, sag ich mal. Ja, genau, Fantasie. Du musst halt gute Fantasie haben. Ich kenne auch, also ich meine mal jemanden gesehen zu haben, der halt geschrieben hat, dass er es blöd findet, dass die Leute einfach nur so stumpfe SF-Videos raushauen und nichts Besseres draus machen. Weißt du? Ja, da ist die Frage, was soll ich in SF? Weißt du? Ist halt die Frage, was macht man in SF? So nicht stumpf SF runter. Ich kann klar, wie Dreamscape damals gemacht hat, oder jetzt auch auf W24 der Trick und Track. Ich kann bis Level 300 keinen einzigen Dungeon machen und dann kloppe ich einfach alle Dungeons der Reihe nach runter. Ja, aber es ist mal, also bis ich Level 300 erreiche ohne einen einzigen Dungeon, wie lange will ich da brauchen? Ja, und dann weißt für ein 20, 30, vielleicht 40, 50 Minuten Video und dann müsste ich wieder, was mache ich dann? Gut, dann kann ich noch alle Turmgegner der Reihe nach durchkloppen. Aber es ist halt, du kannst halt nicht irgendwie so, sei es jetzt wie in Spielen, sagen wir jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel Call of Duty oder so Montages oder so, kann man einfach in Jackson machen. Weil du hast da nicht dieses Potenzial, dass du deinen Charakter eben selbst steuern kannst und mit ihm irgendwas machen kannst, sondern es ist ja halt doch nur ein Browser-Game, was im Endeffekt ja ein Point-and-Click ist, weil du klickst da auf deine Taverne, suchst dir eine Quest aus, fertig. Das ist halt die Sache. Da kann man leider nicht mehr machen. Schön wär's, ja? Also ich habe mir schon einige Mal gedacht, so was wäre, wenn so Shakes and Fidgets so in World of Warcraft Style wäre, dass ich halt echt so 3D herumlaufen könnte zu den Quests. Ja, ja. Aber ja, dann ist es ja auch. Ich meine auch so, nicht unbedingt zum Zeigen jetzt direkt, was man in SF machen kann. Das ist ja dann einfach praktisch abhängig von den Updates oder allgemein, was SF bietet. Ich meine halt so, die Kreativität in dem, was man macht, bezüglich der Bearbeitung oder ich sag mal, man kann einmal zum Beispiel einen Charakter laufen lassen, der halt bis Stufe 200 levelt und dann erst alle Dungeons macht oder ja, schwer zu sagen, also so spontan irgendwelche Ideen raushauen. Zum Beispiel wie ich habe vollkommen übertrieben, ich weiß, mit All My Demons, aber wenn man das Ganze jetzt um zwei Stufen runterschraubt, ja, und sagt, okay, ich will jetzt irgendwie dort ein Projekt starten, das so und so gemacht wird und ja, da kann man zum Beispiel drei Chars erstellen. Ich sag mal, wenn man mit SF anfängt und man kein Problem hat mit allen Klassen, dann kann man sich halt alle erstellen, so vier Accounts, und kann die spielen. Das ist eigentlich schon mal Standard, da hat man schon mal von Anfang an Abwechslung. Und sowieso noch genug zu tun, wenn man erst angefangen hat mit dem Char. Aber ansonsten vielleicht auf irgendwelche Projekte anderer Gilden eingehen, oder es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Bei den SF-YouTubern, da, ja, wenn sich jeder irgendwie ergänzen würde, so zu dem anderen, das wäre dann zum Beispiel viel kompakter. Dann könnte man auch sagen, ja, ich gucke den lieber. Wobei, das ist zwar jetzt auch der Fall, klar, aber man merkt vielleicht irgendwo schon, wo sich der eine im Vergleich zum anderen abhebt. Klar, ja. Sag ich mal, ne? Der Unterschied von Terra zu Dorsa. Alleine schon die Art vom Kommentieren und das Ganze. Also. Da hat man eigentlich auch schon gute Abwechslung. Man merkt die Parallelen. Na? Ja. Terra hat auf jeden Fall, ich denke mal, er hat mehr Kohle, behaupte ich jetzt einfach mal. Und kann halt mehr pilzen, mehr zeigen. Und ist mehr, eher so der Typ, der wegballert. Und Dorsa ist mehr so der das Ganze ruhiger angeht und sag ich mal. Ja, genau. Ich meine, so Leute, die während im Stream Kaffee trinken oder so, sind sowieso die gechillt. Ja. oder Tee oder keine Ahnung was.
Ja. Die halt nicht so richtig Reintry haben. Was aber auch wieder seine Vor- und Nach-, es hat halt alles. Und es ist Abwechslung, wenn ich mir jetzt sage, ich gucke mir zum Beispiel da jetzt ein Video von Doors an und dann eins von Terra. Ich meine, ich mag beide sehr, ja. Ich feiere beide. Ich gucke mir von beiden die Videos an. Aber es ist abwechslungsreich, ja. Wenn ich jetzt stumpf die Videos von Terra schauen würde zum Beispiel, ich meine, Ja, es gibt welche, die sagen so, ich gucke nur genau, Terra ich und gucke wer nur sind die Terra. anderen? Ja, die interessieren mich nicht oder so. Das zum Beispiel finde ich aber wieder so, klar, wenn der, ich will jetzt keinen seine Meinung wegnehmen, aber wenn der sagt so, ja, gut, okay, ich gucke jetzt nur Terra. Für mich zum Beispiel wäre es zu langweilig, ja. Nicht, weil Terra jetzt langweilige Videos macht oder so. Ich bin einfach ein Mensch, der braucht Abwechslung. Deswegen spiele ich nicht nur Shakes, wenn ich gerade Shake spiele, habe ich zum Beispiel, sei es jetzt Heroes of the Storm, World of Warcraft habe ich jetzt gestern angefangen, League of Legends oder Pokémon einfach so just for fun, weil ich einfach Abwechslung so nebenbei brauche. Ja. Das ist Ja, halt. genau. Wobei, ich sag mal so, mir ist was aufgefallen, mir stark was aufgefallen. Und zwar, Lieutenant hat es mir mal gemeint, so, ja, die SF-Community, die gehört uns allen. Das ist, wenn einer jetzt zum Beispiel Terra guckt, der guckt auch irgendwie, oder würde, ja, selbst wenn er mich, also wenn die Leute mich kennen würden, würden sie auch mich gucken. Zu, sagen wir mal, 50, 60% oder so. Das Ding ist jetzt, es gibt zwei YouTuber, da bin ich mir verdammt sicher, dass die viel weniger Hanrizzle kennen und oder mich oder Terra. Ja. Und zwar von Blacky, vielleicht kennst du den? Klar kenne ich Blackie, ja. Ja, Blacky und Duratin. Du, Die ja, haben so fangen viel beide. Aufrufe zum Teil. Ne? Ich weiß echt nicht, wenn die so um die, sagen wir mal, 100 Likes haben oder so, da denke ich mir immer so. Das sind irgendwelche Leute, die abonniert haben und wirklich nur Duratin oder Blacky Ja. abonniert haben und dann so, ich gucke nur den einen YouTuber, weißt du, und sonst ist YouTube komplett, ja, Neuland oder irgendwie total uninteressant. Internet So ist einfach, Neuland, ja. so personifiziert, weißt du, boah, Ja, ich ich bin verstehe. die linke Arschbacke von Duratin oder so, weißt Ja, ich verstehe auf jeden Fall, du. Nee. was du hinaus willst eben. Ja, aber ich find's auch okay. Klar. Du kannst sowieso Weil. nicht Nein sagen, weil es die Meinung von, also von einem anderen weißt und da ist halt dieses Meinungsfreiheit. Wenn der jetzt sagt, gut, ich guck nur den, sei es jetzt, vielleicht hat er auch nicht mehr Zeit, weißt du, das weißt du halt nicht. Sagen wir, der arbeitet jetzt am Tag seine 10, 12 Stunden, wie es teilweise bei mir ist, und dann legt er sich am Abend im Bett und guckt sich noch ein Video von seinem Blackie Duratin an und dann geht er halt pennen, weißt. Dann ist auch natürlich verständlich, dass der sagt, jo, ich habe einfach nicht mehr Zeit. Ist halt immer das. Ja, ich finde halt auch bei Duratin, der macht halt auch sehr, sehr, sehr informative Videos, beziehungsweise er geht sehr in die Materie rein. Wenn ich da irgendwas behaupten würde, ich glaube, die Hälfte seiner Community da würde sich vom Kopf fassen oder so. Ja. Weil der ist da so krass drin mit Statistiken und Foreneinträgen und leckt mich am. Entschuldigung, aber es ist echt so. Da will ich mich gar nicht mit befassen, weil ich sag mal so, ich bin von den ganzen Shakes und Fidget-YouTubern, von den Deutschen, jemand, der wirklich nur auf, wie soll ich das sagen? Ich bin so der gute alte Gorgos, ich bin so der, mit dem man plaudern kann, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann, ich bin so der Entertainer, kann man sagen. Also so stufe ich mich Ja. ein. Man kann, ja, wenn ich zum Beispiel so komische Sachen mache, so Dinge erzähle, wie heute, nee, wie gestern in dem Video oder nachts, was ich hochgeladen habe, wo ich so erstmal so gewartet habe, ich meinte so, warte, 1.9., was ist das für ein Monat? Ich habe echt so überlegt und habe ich so geguckt, ach fuck, das ist doch September. Ja, solche Momente, was Terra niemals raushauen würde, wo die Leute sich ausdenken würden. Meint ihr das jetzt ernst oder so? Aber ich bring solche Sachen, weißt du? Ich bin halt so verpeilt und. Ja, das kenne ich aber auch manchmal, wenn ich eben heimkomme und probiere. Gestern habe ich, oder, boah, das ist bei mir das Problem. Ich kenne mich mit den Tagen nicht aus. Vorgestern war es, glaube ich, habe ich im Video gleich nach der Arbeit aufgenommen. Ich habe es im zweiten Versuch es geschafft, dass ich normale Wörter rausgebracht habe, weil ich wirklich bin von Arbeit heim, Tür reingegangen, mich direkt vor PC guckt,
Aufnahmeprogramm angeschmissen und angefangen einfach blind drauf hinzureden. Aber ich habe so viel Scheiße geredet, dass ich mir das dann im Nachhinein nochmal angeschaut habe und mir gedacht habe, nö, das ladest du jetzt sicher nicht hoch. Ja, läuft. Gar nicht. Ja. Ja, genau. Ja. Also wenn man seriösen Shakes and Fidget Content haben möchte, bei mir, im Prinzip gibt's das nicht. Ich spiele sowieso nur größtenteils 100 Alu. Und wenn Leute mich so kennenlernen wollen, ich bin eher so der Kennenlernen-YouTuber, weißt du? Ja. Und ich spiele so für mich und so. Und ich gehe auch mehr auf Leute ein, auch in der Gilde. Also man kann so sagen, ja, ich habe Bock, mich mit Gorgos anzufreunden, gleich mal abonnieren und auf Skype und auf WhatsApp, keine Ahnung. Ich bin so ein Typ, ich mach das. Ich mag einfach die Community und bin halt mit Herz und Seele dabei und dafür stehe ich halt. Ja, das ist bei mir auch so, dass ich echt so teilweise auch community-technisch und sehr einfach nice finde. Aber das Problem leider bei mir momentan, wie gesagt, noch ist es einfach zeittechnisch. Das würde ich jetzt doch alles unter den Hut bekommen. Und dann habe ich da, glaube ich, gar keine Probleme mehr. Und dann bin ich auch so, wie gesagt, Community-Talks und alles, das sind halt doch so, wenn du mit jemandem über weißt, was reden kannst, was euch beide interessiert, das verbindet. Es macht einfach Spaß und das ist halt das, was auch in generell am Gaming mir so viel Spaß macht. Du, es ist einfach eine riesen Community, es ist egal aus welchem Land du kommst, es ist egal welche Sprache du sprichst, im Endeffekt Zocker und Zocker verstehen sich, ja. Klar gibt es dann manchmal so Leute dabei, die meinen, sie sind salty, tilted, beleidigen ihn herum. Manchmal bin ich da auch einer davon in League of Legends, wenn ich mal wieder 10 Stunden am Stück gespielt habe und dann einfach nur mal mit dem Kopf weg bin, aber ja, im Endeffekt verbindet uns halt alle das Gaming. Ja. Ja, und SF sind die Leute sowieso alle ruhig eigentlich. Ja, schon, ja. Sowieso kaum was mit. Ich meine, ist ja nicht so, dass alle da auf einem Haufen hocken und dann irgendwo nicht über die Gilde schreiben. Das wäre vielleicht durchaus was anderes, wenn es einen, sag mal, einen Server-Chat geben würde oder so. Das würde komplett eskalieren. Ja, das wäre. Puh. Das wird. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da schon passieren hätte können auf so manchen Servern. So, ja gut, wir haben jetzt schon 35 Minuten gleich aufgenommen. Puh. Also ich werde das zweiteilen, ganz einfach, da habe ich noch ein bisschen Videostoff für den nächsten Tag oder so. Außerdem wird es dann schneller hochladen, der erste Teil. Ja, ich wollte die Videos eigentlich unter 20 Minuten halten. Ich probiere das auch. Aber das geht ja nicht. Ich probiere das auch immer, setze mir eine Grenze und dann dauert es 20 Minuten oder 18 Minuten. Ja. Das zieht aber an deine Ausdauer. Das stört beim Kommentieren immer diesen Zeitdruck. Das stört. Deswegen am besten einfach komplett ausreden, alles zeigen, so gechillt wie möglich. Und dann halt, meine Güte, teilst es in zwei und dann hat es halt einfach so hoch. Da gebe ich dir komplett recht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video. Ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Hat mich gefreut und alles. Danke für die Einladung nochmal. Jo, kein Problem. Und Leute, also auf jeden Fall guckt bei Lord Bernd vorbei. Er macht, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, auch YouTube-Videos. Lasst mal ein Like da, wenn euch seine Videos natürlich gefallen. Ich kann den Link in die Beschreibung reinmachen. Und dann sehen wir uns im nächsten Shakes and Fidget Video. Macht's gut, bis dahin und du warst das letzte Wort. Ciao.